zwei automobile Wahrzeichen, das Kürzel RR und Emily, die wohl berühmteste Kühlerfigur der Autogeschichte. Der dezente Spoiler, der mattschwarze Lack, die Auspuffendrohre und die vier mächtigen 24 Zöller verraten allerdings sofort, dies ist kein normaler Rolls-Royce Phantom. Dieser Rolls-Royce nennt sich Conquistador und ist ein lang geplantes Projekt aus dem Hause Mansory. Eigentlich, wir haben an diesem Auto ja fast, sage ich mal, eineinhalb Jahren gearbeitet. Und da haben wir schon einiges geändert bis zum Schluss. Also Kriterien kann man in dem Fall nicht nennen. Wir haben immer gedacht, was ist besser? Da haben wir wieder alles wieder umgebaut, die Form wieder neu gemacht. Aber es waren schon alle Kriterien, haben wir gedacht, muss besser sein. Es muss perfekter sein. Im idyllischen Dorf Brandt im Fichtelgebirge, ganz in der Nähe von Bayreuth, liegt der Firmensitz von Mansory. Bei dem Edeltuner stehen britische Nobelmarken im Mittelpunkt. Aston Martin, Bentley und eben auch Rolls-Royce erhalten hier einen individuellen Feinschliff. Die Herausforderung, einen Rolls-Royce Phantom mit mehr Biss auf die Räder zu stellen, aber trotzdem den guten Stil zu wahren. Wir haben halt was Besonderes gemacht. Wir haben komplette Auto von Dach, von Himmel, von Ablagen, von Armatur, Sitze, Teppich. Wir haben alles raus und neu wieder reingebracht. Und natürlich da haben wir auch lange überlegt, welches Leder, welche Farbe, welches Design. Und das Auto sollte nicht auffällig sein, sollte einfach elegant erscheinen. Eleganz bringt die Edelkarosse von Haus aus reichlich mit. Also war Fingerspitzengefühl bei den Männern von Mansory gefragt. Geändert wurde unter anderem die Front mit LED-Tagfahrlicht und verlängerten Grillstreben. Nur exklusive Akzente versprechen maximale Aufmerksamkeit. So heißt es, ist ja lateinische Wort, ist ja der Erobere. Und ich meine, von Rolls-Royce, es gibt kein anderes Wort, wo man es nennen könnte. Also der ist von Haus aus der Rolls-Royce der Erobere. Die Auslieferung des ersten Exemplars in Dubai. Kalif Mohammed bin Shaba al-Rumeiti hatte den Wagen bereits auf dem diesjährigen Genfer Automobilsalon gekauft. Dort stand außer dem Scheich die komplette Rolls-Royce-Mannschaft staunend vor dem Conquistador. Noch immer spielt im Land der Scheiche das Statussymbol Auto eine extrem wichtige Rolle, ebenso wie deren Ansprüche. Da sind zwei, drei Sachen, die unbedingt sehr, sehr wichtig für einen Scheich, den Auto fahren will. Er will drei Sachen in einem und das ist unheimlich sehr, sehr schwierig. Der will die Schnelligkeit, den Power, er will den Luxus und Aussehen. Im April hatte das lange Warten für den Käufer des 2,5 Tonnen schweren Edeldampfers endlich ein Ende. Unter den Augen königlicher Familienmitglieder wurde der Conquistador im Luxushotel Emirates Palace feierlich seinem neuen Besitzer übergeben. Ich finde das Auto einfach toll. Ich habe zwar schon einen normalen Rolls, sozusagen die Luxusversion, aber dieser Phantom hier hat noch diese sportliche Note und das macht ihn so einzigartig. Am Serien-12-Zylinder wurde durch einen Eingriff in die Motorelektronik die Leistung von 460 auf gut 500 PS angehoben. Der Innenraum beglückt das Auge des Betrachters. Die gesteppten Ornamente auf den Sitzen sind natürlich Handarbeit. Carbon in Verbindung mit Ahornholz, Intarsien und Alcantara ersetzen im Conquistador die traditionelle Wurzelholztäfelung. Exklusivität made in Germany. Die meisten Käufer findet man in den Mittleren Osten mehr als jetzt die Fernosten oder in Südeuropa. Die Leute, die wollen immer was Spezielles haben. Das ist einfach die Mentalität hier, also pure Luxus. Und momentan, wir glauben, dass wir noch dieses Jahr 6-7 Bestellungen von dieses Fahrzeug bekommen werden. Der Conquistador ist außergewöhnlich martialisch und auffällig. Das muss den wenigen Käufern 750.000 Euro wert sein. Da wirkt der Listenpreis von 385.000 Euro vergleichsweise günstig.